Durch den starken Kälteeinbruch mit Temperaturen bis 30 Grad unter Null wurde der Verkehr im Winter 1956 ungewöhnlich behindert. Hochwasser und Eisstauungen, auch am Rhein, führten dazu, dass die Schienen zeitweise der einzige Beförderungsweg waren. Planmäßig und schnell räumten Schneepflüge und Schneeschleudern die eingeschneiten Strecken und Bahnhöfe. Auf vereisten Lokomotiven und bei grimmiger Kälte taten die Eisenbahner mehr als ihre Pflicht. Und von den stählernen Schienen geführt, den Signalen sicher geleitet, fahren die Züge in die verschneite Bergwelt und überall dort, wo Gleise liegen.